Hallo zusammen, wieder einmal ich und es geht um The Descendants. Das ist jetzt nicht wirklich gerade der fette Blockbuster, wo die Leute ins Kino für rennen, aber doch ein Film, der es absolut wert ist, mal einen Blick drauf zu werfen. Der stammt von Regisseur Alexander Payne und das ist einer derjenigen, die können machen, was sie wollen. Alle Kritiker lieben es, Zuschauer rennen nicht unbedingt dahin, aber in diesem Fall ist es so, das ist zum Beispiel der Unterschied zu einem Wes Anderson. Ich komme mit den Filmen von Alexander Payne bestens klar. Ich fand Sideways klasse und einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist sein Erstling, das ist nämlich Election. In diesem Fall spielt George Clooney einen Anwalt auf Hawaii, dessen perfektes oder scheinbar perfektes Leben so einige Risse bekommt. Seine Frau hat einen schweren Bootsunfall und liegt im Koma und wird bald sterben. Darüber hinaus erfährt er, dass seine Frau eine Affäre hatte, was ihn völlig aus den Socken haut. Er hat Probleme mit seiner Tochter, die sich aufmüpfig verhält. Und dann gibt es noch die Nebenhandlung, dass seiner Familie ein Grundstück gehört, das für teuer Geld verkauft werden soll. Und er sich da irgendwie moralisch mit rumschlägt, was er da jetzt eigentlich machen soll. Das Ganze ist dann wirklich so eine Tragikkomödie, wobei Komödie darf man jetzt hier nicht zu fett markieren. Es geht im Grunde um einen Mann, dessen Leben auf den ersten Blick perfekt scheint, aber direkt am Anfang hält er da einen wunderschönen Vortrag, der auch im Trailer ist, wo er dann sagt, die Leute glauben, ich lebe im Paradies, nur weil ich auf Hawaii bin. Hier geht's uns genauso schlecht, Liebeskummer tut genauso weh, wir haben genauso Probleme. Also was soll das? Und der Film nimmt dann den etwas komischen Verlauf, dass George Clooney beschließt, nachdem er erfahren hat, dass seine Frau bald sterben wird und dass sie einen Liebhaber hatte, dass er den Liebhaber sucht. Könnte ich jetzt harmlos spoilern, wer es ist. Also jetzt nicht, dass da jetzt eine große Enthüllung kommt, es ist jetzt mehr den Darsteller. Ich sag mal so, es ist Stu aus Scream, wer ihn noch vor Augen hat. Ansonsten für die anderen wird es nur ein Darsteller sein. Und dieser Film besitzt die wundervolle Art, einerseits traumhafte Landschaftsaufnahmen zu haben, denn Hawaii und die Strände und so weiter, es sieht schön aus, aber im Grunde eine tief traurige Geschichte zu erzählen, diese aber mit leisem Humor zu präsentieren. Also man lacht nicht lauthals los. Man leidet wirklich mehr mit George Clooney, der hier wirklich fantastisch ist. Also die Oscar-Nominierung dafür war absolut berechtigt. Man leidet wirklich mit ihm mit, hat aber trotzdem ein leichtes Schmunzeln im Gesicht und so bedröppelnd der Film eigentlich auch ist, man lächelt dabei. Also das ist eine ganz besondere Kunst, die hat Alexander Payne gut drauf. Das ist nichts, was als großer Blockbuster daherkommt und wo die Kinos gestürmt werden, aber was durchaus einen Blick wert ist. Von mir gibt es 4 von 5 Punkten für The Descendants. Liebe Grüße und bis dann, ciao.